Dieser Triebwagen wird liebevoll Schweineschnäuzchen genannt. Er ist zu Besuch in Wismar, seiner Geburtsstadt. Hier wurde er 1940 gebaut. Andreas Nielsen ist seit Kindertagen in Eisenbahnen vernarrt. Der 65-Jährige ist Vorsitzender beim Verein Eisenbahnfreunde Wismar und schwer begeistert vom Schweineschnäuzchen. Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Also davon haben wir natürlich lange geträumt. Wir freuen uns sehr über den Vorschlag der Mecklenburgischen Bäderbahn Molly, den hier auch auszustellen. Der Vorschlag kam nämlich von dort. Normalerweise fährt der Triebwagen auf der ostfriesischen Insel Borkum. Doch aktuell ist er auf der Durchfahrt nach Bad Doberan. Der Grund, so können Eisenbahnfans ihn mal aus der Nähe betrachten. In einer Woche soll er für 10 Tage auf der Molly-Strecke fahren. Mit dabei auch das Werkstattpersonal von der Insel Borkum. Und die Insulaner sind beeindruckt. Trotz hohem Alter ist ihr Schweineschnäuzchen wartungsarm. Ich glaube, die 83 Jahre sprechen dafür, ne? Also doch, die Konstruktion war da eigentlich, glaube ich, gar nicht für gedacht, dass ein Fahrzeug so alt wird. Und wenn man sieht, dass er jetzt 83 Jahre ist und auch noch in Betrieb ist, denn er ist auf der Insel jede Woche unterwegs. Und das dürfte dafür sprechen. Zur Geschichte der Waggonfabrik gibt es im Städtischen Museum ein Modell. Hier wurden von 1894 bis 1947 verschiedene Bahnwaggons gebaut. Darunter Straßenbahnen und auch Busse. Zu Spitzenzeiten waren hier fast 2000 Menschen beschäftigt. Doch zurück zum Schweineschnäuzchen in Wismar. Insgesamt existieren noch 11 Stück von ihnen, deutschlandweit verteilt. Einer steht hier übrigens vor dem Lokschuppen. Das ist auch ein Wismarer Schienenbus, der allerdings 50 Jahre lang Gartenlaube war, in der Nähe von Kassel am Edersee. Er soll aber noch ausgebaut werden, innen drin wie sein Borkumer Bruder. Nur fahren wird er nicht mehr, so wie die anderen Schweineschnäuzchen.